Hallo und herzlich willkommen hier zum Graveyard Keeper. Es geht weiter hier. Yo Leute, das letzte Mal haben wir da gemacht. Ja, da haben wir uns wieder ein bisschen mit Leichen beschäftigt, dem Geist seinen Fuß zurückgebracht. So, und heute wollen wir nochmal zum Astrologen, ob jetzt endlich die Expedition angeleiert hat. So, ich habe ein bisschen Ventilator hier auf Stufe 1 laufen, weil es ja wieder so langsam sommerliche Temperaturen gibt, ne? Und hier im Zimmer wird es dann auch ultra warm. Ja, was willst du machen? Die Technik heizt. So, wir beamen. Warte, wir können hier gar nicht beamen, ne? Ja, wir können jetzt hier zum Beispiel Ranggerüst, hä? Ah, cool. Da sehe ich auch die Zombies. Können wir da zufällig? Weiß ich jetzt nicht. Nee, das war jetzt nicht so geplant. Ich will mich einfach hinbeamen. Ja, stimmt, das ist mal auch nochmal an. So, und ins Flüchtlingslager müsst man. Jetzt gehen wir erstmal zum Leuchtturm. So. Ja, der hat was für uns. Ich weiß nicht, was du da geschrieben hast, aber meine Profession ist vollständig rehabilitiert. Und ich wurde sogar befördert. Und am wichtigsten ist, dass der Dekan seine Erlaubnis für die Expedition erteilt hat. Ja, was bist du jetzt worden, wenn du befördert worden bist? Aber wir haben ein letztes Problem. Wir brauchen jemanden mit einem Astrograd-Zertifikat, der mich begleitet. Das ist kein Problem, ich habe eins. Normalerweise wäre es kein Problem, jemanden zu finden, aber unsere Situation ist ja etwas heikel. Das solltest wirklich du sein. Besorg dir ein Astrograd-Zertifikat, ich verlasse mich auf dich. So einfach ist das normal, ist ja gar nicht. Aber wir haben es ja geschafft, ne? So, also Herr Astrologen, wir warten jetzt nicht noch ewig, bis ich es hab. Ich hab. Das muss ich jetzt daheim erst holen, sonst zählt es nämlich nicht. Alles klar, also nochmal benutzen. Zu Hause. Das Aristokratenzertifikat rausziehen. Ja, weil man das eben irgendwie. Ja, es ist leider so, ja, jetzt muss ich eh wieder. So, da können wir aber auch laufen. Naja, da blätter Schnaps wieder um mich rum. Ja gut, es ist ja noch richtig am Mittag, ne? Also da haben wir jetzt überhaupt kein Problem, weil wir das gleich angegangen sind, bevor wir irgendwas anderes angefangen haben. So, ich weiß jetzt nicht, das verbraucht sich tatsächlich so. Die Kürbis ist super interessant. Na, da könnt ihr auch mal Honigkuchen reinpacken. Ich brauche den ja gar nicht mehr eigentlich. Da ein paar Eier reinpacken hier. Ich mache mal versuchsweise das ein bisschen. So, wo ist denn der Schnaps? Hallo? Schnaps, die zwei, kommen hier eine. So, ich muss wirklich noch ein bisschen an meinem Inventar ausräumen. Das war jetzt eigentlich verkehrt. Na gut, da haben wir jetzt auch schon lange nicht mehr nachgeguckt. Falsch. Bibi. Ja, jetzt kommt wieder eine Leiche an. Das ist nämlich das, ihr habt immer diesen Stress ein bisschen mit den Leichen. Gut, wir brauchen jetzt, er hat nicht so ultra gut, ne? Zombie, wenn da ein grünes Ding angeschimmelt ist, das macht nichts. So, ich hab's. Den kriege ich ja Smiles von ihm wieder. Gut, alles andere ist bereit. Wirklich eine goldene Geschichte. Ich lasse nach meiner Tochter schicken. Sie wird uns in der Nähe der Feste treffen. Beginne die Königsexpedition, dann machen wir das sofort. Ja, es ist Nacht. Ups. Wir haben die Genehmigung der Königlichen Universität. Wir müssen zur alten archäologischen Ausgrabungsstätte gehen. Ihr könnt vorbei, aber ich muss dem Kommandanten Bescheid geben, dass ihr hier seid. Alles klar. Ach, das ist nicht nötig, tapferer Soldat. Lass ihn schlafen. Wir reden morgen mit ihm. Danke, dass ihr mir geholfen habt. Wo finden wir Wagner? Er sollte in einem Camp bei der Straße sein. Ja, da im Käfig, ne? Sieht so aus, als würden die Soldaten schlafen. Nicht einmal eine Wache, das kann ja jetzt sein. Ja, schnarch. Wagner!
Oh, Frau Anmut, du solltest mich nicht so sehen. Das ist schon in Ordnung. Ich kann deine innere Schönheit sehen. Seid still. Wie können wir diesen Käfig öffnen? Ich habe ja niedliche Wasser. So schnell kann man nicht. Ja, aber bla bla bla, das konnte ich nicht lesen. Dann können wir in die Kiste schmuggeln, Wagner, was für ein schöner Name. Ja. Ja, so schnell kann keiner lesen. Frau Amut, ich habe so viele. Da bist du also. Du hast alles verliert, mein Sohn. Ein glorreicher Ritter sein können. Und jetzt brauchen wir solche Leute nicht mehr. So wurde er also Schriftsteller. Was für eine Schande. Ach, das Königssohn, echt? Du bist derjenige, der in den Durchgang die Luft springt. Das ist alles deine Schuld. Es war nicht meine Schuld. Wir mussten nach dem großen Knall neue Berechnungen durchführen. Ich glaube, unser goldener Winkel war nicht sehr akkurat. Also... Ach, Ausreden. Ich weiß, dass hier etwas vor sich geht. Erst diese Kreatur, dann deine Expedition. Ihr seid alle Verräter. Und du bist vermutlich eine Hexe. Ich gehöre zur Inquisition. Ich bin in geheimer Mission unterwegs. Du kannst mich töten, wenn du willst, aber lass meine Tochter in Ruhe. Vater, ich würde nicht ohne meinen Vater gehen und auch nicht ohne diesen jungen Mann. Ich habe Verbindungen am Hofe. Kann ich bitte einfach gehen? Haha, der Königshof. Ich bin des Königs Onkel. Und ich bin dein Sohn, Wagner. Oh, sei still. Ich muss ja zugeben, dass Wagner eine große Enttäuschung ist, aber das ist sogar für ihn zu viel. Ich kann es beweisen. Ich habe ein Muttermal auf der rechten Seite meines Schwanzes. Das sollte irgendwo hier unter meinem Pelz sein. Ah, wisst ihr, ich werde euch einfach alle töten. Keine Leichen, kein Problem. Ich kann mit Leichen helfen, Kommandant. Das ist also das Ende. Vergib mir meine Tochter. Ich kann nicht ändern, was ich getan habe, aber du sollst wissen, dass du mein Ein und Alles bist. Vater, das ist der beste Tag meines Lebens. Ich habe meinen Vater gefunden und meine große Liebe. Wagner, lass mich dir einen Kuss geben. Mein Sohn! Ja, Vater, ich bin es. Du hast beinahe deinen eigenen Sohn ermordet, aber ich vergebe dir. Ich habe ein Angebot für dich. Ich werde ein Ritter. Du musst alle anderen freilassen. Das klingt fair. Was dich angeht, alter Mann, wir haben doch offene Rechnung. Doch, jetzt könnt ihr erstmal gehen. Wagner! Und nicht traurig, wir werden bald zusammen sein. Ihr nehmt diese Halskette, ich glaube, sie gehört eh dir. Ich habe sie im Namen meines Vaters erworben, es sollte eine Überraschung werden. Ah ja, sehr schön, der hatte die Kette. Alles scheint ein gutes Ende genommen zu haben. Ich weiß nicht, mein Freund. Ich glaube, wir haben noch immer viele Probleme. Wagner ist am Leben und in Sicherheit. Komm, Vater, zeig mir, wo du lebst. Und du, danke für alles. Gibt es irgendwas, das ich für dich tun kann? Diese Halskette, ich brauche sie, um zu meiner Frau zurückzukehren. Sie hat mir schon geholfen. Ich hoffe, sie hilft dir ebenso. Hier, nimm sie. Oh, junger Mann, ich habe es geschafft. Doch, noch heimlich einen goldenen Winkel mitgehen zu lassen, wie vereinbart, er soll dir gehören. Danke. Du siehst aus wie deine Mutter. Aber ich bin so schlau wie du. Ah, schön. Schöne Story. Die denkt man gar nicht mehr. So. Okidoki. Aber es war ja schon lange her, wo ich das Spiel mal durchgespielt habe. So, sehr schöne Story. Wo kommt der her? Hey. Aua, 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 aua. Irgendjemand will mich wirklich loswerden. Ja, toll. Heiltrank haben wir ja noch. Ja.
Gut, dass ich die nicht weggelegt habe. Ja, ich hätte mich jetzt nicht eilen müssen, aber ja. Das ist halt so eine Sache, ne? Jetzt gucke ich mal ganz kurz da ein, ne? Wir haben 3 Sternchen wieder, okay. Was habt ihr im Moment verdient? Rotwein 367 habt ihr verkauft. Oder wie? Mal 2,50. Das müssen wir aber erhöhen. Da müssen wir mindestens 5 verlangen bei dem goldenen Superwein hier. Schnaps habt ihr 2 verkauft, 1 Silber 50. Das müssen wir auch erhöhen. Schnaps mindestens 3 Silber. Also von daher. Und Gesamteintrag haben wir 9 Gold und 20 Silber und 50 Kuberle gemacht. Ruf gesamt 8,8 sind wir jetzt hier wieder. Gut, wobei, das ist eh immer ein bisschen merkwürdig, ne? Der wird immer neu hier berechnet. So, hier sind wir mit 23 jetzt im Moment insgesamt. So, okay. So, wie schaut es denn jetzt aus? Ja gut, das Portal wollen wir eigentlich nicht aktivieren. Aber können wir da jetzt eigentlich schon irgendwas machen? Sowas von wegen Geisterlaser bauen und so weiter. Weil wir können es vorbereiten, wir können aber, wir brauchen ja noch nicht zu gehen, ne? Also von daher, naja, doch hier weiter. Warte, ich will mal kurz das gucken. Ja, ich will, dann mach was. Handel. Achso, bei, ja, ne, bei ihm kann ich tatsächlich nur Hopfensamen kaufen. Oder eben Weize. Gut, ich habe im Moment im Küchengarten 300. Ach. Aber trotzdem. Meine ich, ich habe viel zu wenig Bier gebraut, weil das wurde sehr viel Wein in der Taverne verkauft. So, bei dir kann ich. Gut, da kann ich Weizensamen kaufen. Okay, das mache ich auch. Nur egal wie teuer. So, goldener Samen kann ich bei ihm aber nicht kaufen. Das hat überhaupt keinen Zopf hier. Kohl, Karotten. Ja, im Endeffekt, wir haben 725 Kohl. Ernsthaft? Wow. Der bringt uns jetzt im Endeffekt auch nichts, ne? Gut, Karotten. Kauf mal die Karottensamen. Da weiß ich nicht gerade auch nicht, wie wir stehen. Vielleicht gebe ich einen Dorfbewohner auch, dann können die Karotten anbauen. Wobei ich bei denen halt auch nicht weiß, ob die irgendwann einen Schwund haben bei den Samen. Nein. Kaufen, so. 19 Gold haben wir im Moment. Das ist schon was. Das ist schon gutes Polster, ne? So. Okay. So, ich will ja mal gucken, ob wir da jetzt tatsächlich was bauen könnten. Wir wollen noch nicht gehen und aber ja. Ah, was sind das für Symbole? Fertigen. Mit dem Lauf können wir bauen aus dem goldenen Winkel. Endlos Bund Halskette. Und den Ermieter können wir herstellen aus der salzigen Gabel, dem Spiegel des Stolzes und der brennenden Kohle. So, und den Lauf. Alles bereit. Aber was nun? Wie aktiviert man das Portal? Ah, der Gary. Also, du willst wirklich gehen. Ich muss zurück nach Hause. Das macht mich echt traurig, Mann. Ich werde dich vermissen. Ich dich auch. Ja, traurig. Dieses Portal ist nicht nur zum Reisen gedacht. Es erfüllt ja auch deine Wünsche. Aber pass auf, was du dir wünschst. Wir brauchen nicht nur einen großen Knall. Hallo, mein Freund. Wir sind gekommen, um uns zu verabschieden. Wer wusste ja davon? Gut, dann machen wir halt mal kurz das Ende, das normale Ende. Wir können ja wieder einspringen. Nun, wir wurden aus der Stadt verbannt. 2 Brüder, einer im Königshof, der andere ein hoher kirchlicher Würdenträger. Sowas dem königlichen Rat zu suspekt. Wir sind zur Taverne gegangen, dann hatte Laurenz auf so einen Verdacht, dass du hier bist. Aber ich hab's noch geschafft, die halbe Stadt zu exkommunizieren, bevor wir gegangen sind. Ha, jetzt ist die einzige noch geblieben Kirche, die Kirche neben dem Friedhof.
Ihr könnt die Kirche und den Garten gerne haben. Die Symbole beginnen zu leuchten. Dieter, Howard. Wir konnten nur knapp aus der Stadt entkommen. Der Kommandant hat all seinen Einfluss geltend gemacht, um unseren Ruf zu ruinieren. Ehrlich gesagt, auch nicht so schwierig war. Die Stadt ist im ziemlichen Aufruhr. Die Toten erheben sich. Dem Inquisitor wird vorgeworfen, der Führer eines dunklen Kultes zu sein. Was für schreckliche Zeiten. Der Bischof hat die Stadt exkommuniziert. Was haben Sie verdient? Wir werden uns eine Weile im Leuchtturm verstecken. Vielleicht können wir ja irgendwie mit Wagner in Kontakt gehen. Ich habe ja gesagt, dass er hier ist. Ich sehe. Willst du uns verlassen, mein Freund? Ja, das muss ich. Das ist schlimm. Sehr schlimm. Der Fluch wird immer stärker. Wir können ihn nicht aufhalten. Es ist vielleicht schon zu spät. Ich soll stolz drauf sein, aber irgendwie ist nicht. Wir werden uns hier niederlassen und unser altes Haus wieder aufbauen. Diese Ort ist heilig und von dem Fluch geschützt. Es werden interessante Zeiten, aber es wird sich ändern. Alles wird sich ändern. Ich bete für eure Sicherheit. Es funktioniert. Endlich, mein Wunsch wird wahr. Ich werde meine Frau wiedersehen. Hui. Jo, wir haben einen Wurmloch. Huch. Mein Liebling. Geliebte. Hm? Wie, Herzle. Momentchen mal, das war es jetzt? Wo ist die Zombie-Apokalypse? Die Invasion aus dem Norden. Auf einem Schiff mit einem Händler reisen. Die Stadt, niemand hat uns die Stadt gezeigt. Bin echt enttäuscht. Ha, das sind alles gierige Kapitalistenschweine. Das verpacken die doch bestimmt in einem Haufen DLCs, um noch mehr Geld zu scheffeln. Da hast du recht, Genosse. Komm, wir trinken noch ein Bier. Für mich bitte den Karotten-Martini. Ja, geschüttelt, nicht gerührt. Okay. Ja, jetzt habe ich tatsächlich, ich habe gedacht, da wird dann nochmal gefragt, willst du wirklich gehen oder was? Aber wir können ja wieder laden, ne? So, was kommt jetzt? Ach, der Abspann, ja. Ja, Game by Lazy Bear Games, published by Tiny Build. Game Design, Story, Nikita Kulugaga, Lead Programmer und Sound, Sviatovslav, Cherkasov, Lead Artist, Alexander Minichev, Producer Alexander Ninipochi, oh Gott. Also Date Project Producer Yevgeny Mikhailov, also Date Producer Viktor Sermin, ich lese es jetzt nicht vor, nee, das ist mir zu viel fremdartige Namen hier, das, ja. Mein gut, man kann es hier mal gucken. Ja? Wir hatten eigentlich die deutsche Übersetzung gemacht. Thomas Faust. Okay. French. Words of Magic. Hä? Ich glaube, das wurde teilweise auch von Fans übersetzt. Also ich bin aber nicht sicher. Nee, da haben sie zum Beispiel Kembono Translation Service. Church Curl Sound. Was? And Runemar. Brian Chainsmith. Adventure Front. Ah, das war eigentlich schon der Abspann. Gehen wir zurück. So. Okay. Ja, jetzt im Prinzip. Ich habe schneller geschafft, wie mein alter Speicherstand da mal. Na ja, gut. Jetzt sieht er natürlich wieder was. Aber ja, ich muss ja eh täglich aufnehmen. Also von daher. Ja, ich bin dran. Ich bin jetzt gerade so ein bisschen wieder in der Zwickmühle. Ich muss wieder ein paar Folgen mehr haben. So, jetzt wird es aber wahrscheinlich so sein, dass wir jetzt erst wieder zum Astrologen müssen. Ja, genau. Das überspringe ich euch jetzt mal geschwind, weil das haben wir schon gesehen. So, ich mache Pause. So, da bin ich auch wieder. Ja, jetzt muss ich jetzt halt nochmal die Astrologen-Sequenz machen und die auch nochmal kämpfen, jo. Ja, diesmal bin ich vorbereiteter.
Ja, irgendwie will ich mich loswerden. Ja. Oh, jetzt dieser wird man natürlich nicht im Winkel und so weiter zusammenbauen. Nee. Dann lass ich mal überlegen, können wir noch was am Tage machen? Der müsste jetzt auch von Kretzwald zurück sein, oder? Ja, der Schmied ist wieder allein. Können wir mit dem Bubble was? Nee. Gehen und tschüss. Gut. Das brauchen wir nicht. So, okay, warte mal. Kann ich eigentlich beim Imker Wachs kaufen? Kann ich, ja, doch. Machen wir jetzt einmal, da können wir nicht Kerzen bauen. Wobei ich mal gucken müsste, wie die besten Kerzen, was wir da brauchen. Ich glaube, wir brauchen sogar auch Fett, ne? Also. Ah, da kommt der Esel, bringt die nächste Leiche. Hat er nicht vorhin schon mal eine gebracht? Es kann sein, dass wir sogar eine da drin liegen haben. Nee. Der kommt jetzt, das bringt ganz frisch, ja. Aber ich meine, das letzte Mal hat er eine hergebracht gehabt und ich war da schon beim Astrologen rumgegammelt und na gut, dann ist jetzt halt Nigelnagel neu und frisch. Das ist gut. Ich warte jetzt mal geschwind, bis die kommt. Bis der jeden Augenblick hier runterrutschen. Ich bleib mal da stehen, der ist, dass mir so voll in die Fresse fällt. Lalalala. Ja, Esel, beeil dich ja mal ein wenig. Ein paar Gänge zulegen. Kann ja wohl nicht wahr sein. Ich will den Esel bitte austauschen. Der ist mir zu lahmarschig. So. Pam. Ja. Hat's mir abgegauen. So, jetzt aber wieder natürlich die Seele ausschleudern. Ich will den Honig schleudern. Wir schleudern halt die Seelen raus. Die Waschmaschine hier. Ja, die Leiche ist total schlecht eigentlich, wenn ich das sehe. Also die Organe, die sind von minderer Qualität, hätte ich jetzt mal fast sagen. Ich gehe aber mal auf den Audi-Tisch hier. So, da muss ich vielleicht mal ausspielen, ein bisschen rumbasteln an den Leichen, aber ja. Na ja, gut, im Moment ist halt, das ist halt, das kennt man ja alles. Ne? Das ist halt alles so eindeutig schriftlich, ja. So, jetzt kriegt man auch wieder nur 4 Seelen, das ist ja lame. Und eine hier, die. Dann mal so und dann wieder zurück. So, da habe ich eine Geschichte. Amulett, also Halskette. Und die anderen Spieler mit Wagner müssen wir auch noch schwätzen. So, wartet mal. Das ganze Krempel, was ich nicht jetzt brauche für dieses Portal da bauen. Ja, gut. Ach ja, jetzt habe ich. Ja, weil ich jetzt in der Kneipe war, eigentlich. Ich bin nur stark zum Astrologen marschiert. Ja, ich wollte ja was testen, ob die Eier verkaufen und so weiter. Den Honigkuchen hör auf mich zu schieben. So. Knappes. Na ganz ehrlich, die ganze Kürbis könnte ich denn auch geben. Weißt du was da? Bleib bei meinen Eiern. Leckerei, ja. So, ihr könnt auch ein paar Heiltränke verkaufen. So, was ist? Warte mal. Ich kann mich doch auch wieder benutzen zu Hause. Fahren wir ein bisschen Weg. So, dann schmeiß ich Aridokrat hier weg. Dann schmeiß ich das da rein. Ich weiß gar nicht, ob man das auch zerstören könnte, hier so Sachen hier. Warte mal, lass mich mal gucken. Ne, also die Sachen kann man nicht zerstören. Weil man es ja eh noch braucht anscheinend, ja. Das Amulett der Geisterbeschwörung. Weiß ich jetzt nicht, ob wir es noch brauchen werden. Das kann weg, der goldene Winkel. Das sieht aus wie so ein Sextantenwinkel, ne? Naja. Aber Lebenslösung, das kommt eh nicht hier hin. Dann haben wir hier noch ein bisschen Weihrauch. Falsch. Morgen ist ja wieder Kirchentag.
Jetzt habe ich aber keine Eier in die Truhe bei der Kneipe gelegt. Wollte ich ja eigentlich. Geschichte. Geschichten aus dem Berlanergarten. Ja, ich muss den Witz immer wieder bringen, der ist alt, aber ja, immer noch eigentlich ganz gut zu brauchen. So, das wollte ich eigentlich oben rauspacken. Lebenslösung, haben wir hier Lebenslösung? Ja, dann kann ich hier eine. Ja, ihr wisst ja, ich will ja mein Inventar immer so ein bisschen sauber halten und nicht mit ewig viel Kacke hier vollhauen. Ne? Das hat er jetzt nicht gesagt. Ne? Jetzt müsste man eigentlich schon wieder beamen können, aber wobei, wenn wir gerade da sind, legt man den Rest noch in die Truhe. Das Silber hier weg. Haben wir hier noch Wachs? Nee. Wir haben noch ein Goldnugget. Nuckel. Wir haben noch Hönig. König. Okay. Babbelnder Schädel. Ja, genau, das Gold habe ich auch nicht mitgenommen, nämlich. Und dann wollte ich euch noch ein paar Eier hier einpacken. Kann mir bei den Dorfbewohnern oben ja jederzeit welche holen. So, jetzt ist eh Nacht. Jetzt brauche ich da auch nicht mehr hinschneiden. Das hat keinen Sinn. So, jetzt könnten wir höchstens noch bei uns daheim den Eurig besuchen. Der müsste jetzt eigentlich ja wieder, jetzt haben wir mehrere Tage eigentlich ja vergehen lassen, wenn wir so wollen. Ach so, wisst ihr, was wir vergessen haben? Ja, die Samen, ja gut, die haben wir jetzt auch nicht gekauft. Will eigentlich jemand beten? Keine Sau will beten, okay. Dann halt nicht. Wobei, stopp, Leute, ja, ihm fällt immer wieder was ein, ne? So, die Litten, Dünger. Den haben wir. Haben wir jetzt den Dünger eigentlich gemacht? Das weiß ich jetzt gerade gar nicht. Den Dünger haben wir da nämlich auch nimmer, ne? Da bin ich mir jetzt nicht sicher, Leute. Ja gut, egal. Kerzen. Ah ja, stimmt, bei denen bräuchte man Fett. Da machen wir aber die Kerzen, da brauchen wir nur Farbe. Weiße Farbe wird an der alchemischen Werkbank gebaut. Okay. An der normalen, war ja einfache Bank. Weiße Farbe. Na, schau an, wir haben verschiedene Möglichkeiten. Energieelixier zu machen. Weiße Farbe haben auch verschiedene Möglichkeiten. Ach stimmt, da brauchen wir Öl. Weiß ich aber tatsächlich gar nicht mehr, wenn wir Öl überhaupt. Ich glaube auf Hanf. Okay. Was ist das, Hanf? Ich weiß es echt nicht mehr, Leute. Tut mir echt leid, ey. Dann machen wir erst die Farbe. Und jetzt die Kerzen. Ja, es müssten eigentlich keine reinweißen Kerzen sein, aber ja gut, das ist halt so. Die besten Kerzen, Hanfseil, aber massenweise 20 Kerzen für die Girls. So, na bitte, das war das. Ja, gut, jetzt halten wir gleich die Messe. Ja, weil jetzt ist schon nämlich gleich wieder Vormittag rum. Ne? Da beicht will trotzdem wieder keiner.
wie immer, faules Volk. So, was da hinten mit dem Glasfenster ist, auch noch keine Ahnung, ob da noch irgendwann was kommt dafür. Das weiß ich nicht. Und ich glaube, vorher war, wo ich das Fenster jetzt geht, war da ein Kerzenleuchter, aber ich kann es jetzt nicht mal genau sagen. Haben wir jetzt überhaupt genügend Kerzen, um alle anzuzünden hier? Das sieht ziemlich knapp aus. Da haben wir noch zwei. Na gut, 20 Kerzen reichen im Endeffekt dann. Okay, das da kann man sich merken. 20 Kerzen reichen. Und viermal Weihrauch reicht dann auch. Da kann man trotzdem immer wieder was von machen. Ich meine, ich will jetzt mal sehen, wenn ich jetzt ja wirklich die Kirche eskaliere mit 160 Qualität. Jetzt habe ich mittlerweile. Wow. Also, wenn ich halt wirklich hier alles anzünde und schick mache und rauchig mache. Jetzt sind die Kessel laufen hier. Beten. Jetzt haben wir fast dreifache, ja ganz, aber das dreieinhalbfache, was wir für das Rezept sei schon für das Gebet brauchen. Aber ich glaube, mehr kriegt man dadurch jetzt nicht. Das hängt jetzt tatsächlich vom Friedhof ab. Ja, ist alles toll. Jetzt lass uns beten und so weiter und Segen und bla bla blub. Alles toll, wie immer. So, spenden. So, tolle Predigt, jawohl. Hier werden wieder 90 rumspenden. Nee. 52, 51. Warte, man hat jetzt extrem viele Gläubige. Das kann natürlich sein. Hört gerne mal auf. Boah, wir hatten 56 Besucher. Davon haben wir einen Glaubenssprung von 53 gekriegt. Normal hatte man immer einen Abzug davon. Erhalten da glaube ich hier 33, hier 53. Und hier haben wir insgesamt 28, fast 29. Ja gut, das Geld ist nicht mehr geworden. Da habt ihr gesehen, es wurde wieder skaliert. Es waren jetzt zwar mehr Besucher, aber die haben jetzt alle nur einen 50er reingeschmissen. Mehr auch nicht. Ne? Ja, also Glauben haben wir tatsächlich mehr bekommen. Aber ansonsten, ja, denke ich, geldtechnisch rentiert sich nicht, dass ihr da die Kerzen anzündet. Das wollte ich jetzt aber nicht auch mal zeigen. Aber ja, aber wir haben es ja gekonnt. Ne? So ist es ja nicht. Wir müssten hier am Friedhof noch ein bisschen was machen. Das ist einfach so. Und da wären auch wieder ein paar alte Leichen, die man zum Beispiel wieder aufwerten könnte, ne? Exhumieren und so weiter. Ne? So, da ich, jetzt habe ich die Kerzen mitgenommen da noch. Und dann hat man, du kennst ja schon, ich schmeiße es dann immer irgendwo rein. Ne? Was ist denn das Jäger mit nur Long? Das brauchen wir auch nicht mehr. Eigentlich nicht, ne? Na, jetzt habe ich einen Glauben wieder mitgenommen. Sag mal. Ja, kann er hier bleiben, aber ja gut, ich bis innen rein. Doch, wir haben den Dünger. Da war ich mir jetzt nur nicht mehr gerade so sicher. Den tun wir nämlich da auf das Bett. Da stört niemand, da guckt niemand rein. So, Stier, Stolz, düdeldüt. Da. Okay, dann haben wir das. Hui, hui, hui. So, das kann eh unterwegs. Ja, da fliegt jetzt der Punkt ja vor, wenn ich schnell laufe. Ah ja, genau. Ich wollte das hier weglegen. So. Ja gut, jetzt sind wir mit Eurig. Ja gut, eigentlich fast keine Zeit mehr. Jetzt haben wir die schon wieder verschwendet für alles Mögliche. So, ist er jetzt da? Ja, da ist er wieder. Hat er seinen Rausch ausgeschlafen. Bei dem haben wir schon 50 hier die letzten drei Splitter. Wegen den letzten drei Sünden. Gute Nachricht, Eurig. Die letzten drei Sünden stehen bereit. Wir können uns auf die Suche nach den letzten Splittern machen. Gut so, Wärter, weiter so. Die letzten Splitter, das müssen Trägheit, Lust und Neid sein. Ja, genau. Ich höre bald auf, dich zu nerven, Wärter. Damit, ne?
Ach was, ich helfe dir doch gern. Na, dann machen wir es mal an die Arbeit. Rede und Trägheit. Traurigs Gesicht, herumgeschlurfe und eine miese Stimmung. Erinnert dich hast du an jemanden? Ich glaube schon, es gibt eigentlich nur eine Person, auf die das zutreffen würde. Der Astrologe, er ist immer ein bisschen traurig. Das soll reichen. Ich kenne ihn leider nur nicht so gut. Rede doch einmal mit ihm, frage ihn, wie es ihm geht. Wer weiß, vielleicht erzählt er dir ja, was ihn bedrückt. Die Musik hier ist so schön, ey. Der Rest ist dann ein Kinderspiel im Beruf hier einfach. Okay, ich werde es versuchen. Rede über Lust. Ficken. Bertha, falls du einen Mann verführen willst, dann habe ich leider schlechte Nachrichten. Hallo? Du bist wie, sag ich das nur, nett. Du bist nicht besonders verführerisch. Ja, ich will. Oh, ich bin doch nicht schwul. Ich glaube, ich sollte mit Frau Anmut reden. Sie ist eine wunderschöne Frau. Eine wunderschöne Frau? Erzähl mir mehr. Ich will alles wissen. Und so viel gibt es da nicht zu erzählen. Sie kommt aus der Stadt, um einmal in der Woche im Toten Pferd so anzutreten. Das Ding. Sie verdankt ihre Karriere, ihre Stimme und ihren weiblichen Reiz. Interessant, kann sie auch tanzen? Keine Ahnung, ich habe sie nie tanzen gesehen. War damals der Start, als ich noch regelmäßig in der Taverne unterwegs war, habe ich ein paar fesche Tanzschritte drauf. Warte. Ich könnte speziellen Tanzunterricht für sie arrangieren. Deine Aufgabe ist es, mich zu unterstützen. Stell sie mir vor und überrede sie, mit mir zu tanzen. Ich warte so lange in der Nähe. Okay, versuch's. Rede über Neid. Rede mit euren Tanzen. Kannst du mir helfen mit Neid? Und dann sein schlaues Büchle. Hier steht bestimmt etwas. Ja, mal blättern, Seite 85. Ist eine seltsame Notiz. Er versteckt sich im nächtlichen Schatten und plant geheime Übeltaten. Der Assassine, der Dieb. Interessant, das klingt mir nach Schlange. Schlange? Du meinst doch nicht etwa diesen eiderigen Angeber vom Schwarzen Markt. Ich habe ihm dieses Buch abgekauft. Ich glaube, wir reden tatsächlich von derselben Person. Ah, mir ist gerade eingefallen, wie ich ihn begeistern kann. Ich denke mir ein neues Gerücht aus. Warte kurz. Radarada, kling, klang, klung. Erst nochmal blättern. Les. Hier, zeig ihm das. Nachricht mit Gerücht. Was ist das? Etwas, das ihm bestimmt nicht gefällt. Bring es ihm und sage ihm, dass ein paar Leute von einem unbekannten Dieb aus der Stadt wissen. Okay, gut. Wollen wir eigentlich jeden Fall nachher eine Schlange sehen, aber eben. Teile die Gerüchte über die Vorfälle in der Stadt mit. So. Sonst noch was? Nein. Also Trägheit, Lust und Neid müssen wir dann beschaffen. Wer ist denn als erster dran? Der Astrologe war erst. Frau Anmut, ja doch, die können wir als nächstes besuchen. Die ist auf nächstes dran. Gut. Jo, schön. Ja, ihr seht aber, jetzt ist schon langsam wieder die Zeit um, dass wir Schluss machen müssen. Ne? Gut, Leute, ich muss sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Merkt wieder beim nächsten Mal. Euer Lego. Bye, bye.